Moin Moin Leute, ja, ich bin heute mal wieder im Lager. Ich werde hier heute das erste Mal auch auf meinem neuen Bett übernachten. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt mache ich mir gleich erstmal Thunfisch in Öl, schneide mir da ein bisschen Zwiebel rein, ein bisschen Paprika und dann mache ich Bushcraft Thunfisch. Das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Nebenbei koche ich mir einen Tee. Es ist schon wieder 2:30 Uhr. Ich habe noch kein Mittag gegessen. Ich habe ganz schön Hunger. Ich habe eben die ganze Zeit Tisch gebaut, um ein bisschen mehr Ablagefläche zu haben. Der Tisch und meine Theke, die flamme ich noch irgendwann ab. Dann sehen die auch rustikaler aus. Aber jetzt mache ich mir erstmal ein bisschen Essen. Wichtig ist, dass ihr dafür Thunfisch mit Öl nimmt, weil das Öl halt brennt. Da bin ich ja gespannt, ob das klappt. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren, habe es bislang aber noch nie geschafft. Das Ganze muss ich richtig schön vollsaugen. Ordentliche Manche. Fett. Jetzt müsste das eigentlich wie so eine Kerze brennen. Das Öl ist jetzt verbraucht. Jetzt muss ich noch diese Ascheschicht hier von der Küchenrolle abheben und dann geht's ans Probieren. So, mal gucken, ob ich die hier runter bekomme. Und es dampft, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Bin ich ja gespannt. Guten Appetit! Geschmacklich jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Aber man kann es essen. Habe ich eigentlich schon erzählt, was es heute Abend zum Abendbrot gibt? Ich mache Chili diesmal mit Mett. Ich hoffe, das wird lecker. Genau, aber erstmal haue ich mir das jetzt rein. Weil es im Moment ja früh dunkel wird, fange ich jetzt schon mal an mit der Vorbereitung. Da brauche ich heute Abend nur noch ein bisschen alles in den Topf schmeißen und vor sich hin köcheln lassen. Ihr braucht für 2 Portionen Rinderhackfleisch, 400 Gramm. Ich habe aber nur 250. Wird, denke ich mal, trotzdem schmecken. Eine große Zwiebel. 1,5 Knoblauchzehen, dann mache ich aber 2 Öl zum Braten. 1 Paprika, da habe ich aber 1,5 von diesen kleinen. 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 Dose Tomaten, 1 Dose Kidneybohnen, 1 Dose Mais und ich werde noch 1 Dose Kichererbsen hinzutun, weil ich die lecker finde. Dann braucht ihr noch Brühe. Ich habe wieder diese Maggi-Brühwürfel. Und natürlich Gewürze. Paprikapulver, Cayennepfeffer, Salz und Pfeffer, Zucker. Und hier steht auch noch Tabasco. Tabasco mag ich nicht so gerne. Dafür nehme ich frische Chilis. Die sind auch geiler vom Geschmack. Genau, jetzt fange ich erstmal an mit dem Schnibbeln. Und ihr kennt das Spiel ja schon, dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht das jetzt aus. Na, was macht dich so aufgeregt, Tobi? Hm? Ist alles gut. Es wird langsam dunkel, es ist jetzt 16.20 Uhr. Jetzt werde ich mit der Chili con Carne anfangen. Als erstes die Zwiebeln anrösten. Thank you.
Während die Zwiebeln rösten, kann ich ja schon mal Wasser für die Brühe heiß machen. Als nächstes kommt das Hack. Ja, da hättest du auch gern was von, ne? Das ist meins. Du kriegst gleich Armbrot, süß. Was meintest du gerade als Leckerli? Jetzt das Hack so lange braten, bis es krümelig ist. Jetzt kommt das Tomatenmark. Das lassen wir jetzt auch ein bisschen anrösten. Und die Chilis und das Knoblauch tue ich jetzt auch schon hinzu. Nach dem Met kommt jetzt der Paprika. Jetzt kommt die Brühe. Und der ganze restliche Kram. Ich krieg Besuch. Die Tomaten. Die roten Bohnen. Ich bin gleich für dich da. Da denkt er mal, dass er alleine sein kann und dann kommt der schon wieder. Moin Dirk. Moin Benni. Grüß dich. Hi. Na, bist ganz alleine hier? Ja, und Kamera. Läuft? Ja, aber ich glaube nicht, dass du mit drauf bist. Ich hoffe. Jetzt würze ich das Ganze noch, lass das Ganze ein bisschen köcheln und dann hole ich euch dazu, wenn das Ganze fertig ist. Das köchelt doch ganz gut. Probieren wir es doch gleich mal. Puh, scharf. Noch viel. Der Zucker und ein bisschen Essig. Mein Besuch ist wieder weg. Der wollte nicht gefilmt werden, deswegen habe ich die Kamera eben ausgemacht. Das Essen hat jetzt gut halbe, dreiviertel Stunde geköchelt. Könnte sogar noch mehr, ein bisschen viel Wasser rangemacht. Oh, ich glaube, es ist ganz schön scharf. Schmeckt gut. Jetzt kommt noch der Reis dran und dann ist es auch fertig. Der saugt auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit auf. Jetzt lassen wir das Ganze noch kurz aufkochen und dann gibt's Happy Happy. Ich glaube, es ist fertig. Ich freue mich schon. So sieht das aus. So sieht das Feuer aus. Sieht der Tobi aus, der pennt gerade noch. Sieht man ihn? Leider glaube ich nicht. Mein Nachtlager. Guten Appetit. Ich werde jetzt noch den Abend genießen, in Ruhe essen und mal gucken, vielleicht melde ich mich nochmal, bevor ich ins Bett gehe oder wenn ich im Bett bin. Das weiß ich aber noch nicht. Guten Appetit. Schmeckt lecker. Ich glaube, ich würde jetzt mal ein bisschen mehr Mett nehmen. Aber sonst ist gut. Alter, ist das scharf.
Wir sehen uns später. Tschüss, ich esse jetzt. Ganz bequem. Oh, ich richte mich jetzt hin. Genieß noch ein bisschen das Feuer. Wir sehen uns morgen. Das Gute und tschüss. Schlaf gut. Moin moin Leute, es ist 5.50 Uhr. Ich kann nicht mehr schlafen. Deswegen bin ich jetzt aufgestanden. Machen wir gleich einen Tee. Dann wollte ich eigentlich Baked Beans und Bacon machen. Ich habe keinen Bock auf Bohnen, deswegen mache ich mir nur Bacon. Und dann räume ich noch weiter auf und fahre dann auch bald wieder nach Hause. Ja. Die Nacht war katastrophal. Erst hat Tobi die ganze Zeit geknurrt. Dann bin ich zurück zum Auto gelatscht, habe ihn ins Auto gebracht, hat er, glaube ich, ganz gut gepennt. Ich habe auch echt schlecht geschlafen. Ich werde jetzt gleich essen, mein Tee genießen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Alles Gute und tschüss.